Die im Landesinneren gelegene Provinz Jaén ist aufgrund ihres enormen Natur- und Kulturreichtums ein echtes Paradies. Im Norden wird sie durch die Sierra Morena und im Süden durch die Cordillera Bética begrenzt. In Jaén erwarten den Besucher Naturschutzgebiete von unschätzbarem ökologischem Wert wie Cazorla, Segura und Las Villas, wo auch der Fluss Guadalquivir entspringt. Ihre Landschaft, Flora und Fauna sowie das umfassende Freizeit- und Sportangebot machen die Provinz Jaén zum idealen Ziel für den ländlichen Tourismus. Der Besucher wird in Jaén jedoch durchaus auch eine Region entdecken, in der die Geschichte ihre Spuren hinterlassen hat. Burgen auf uneinnehmbar erscheinenden Felsen zeugen von ihrer Vergangenheit als Grenzregion. Die verschiedenen Zivilisationen haben ein Kunst- und Kulturvermächtnis geschaffen, das ganz besonders in den zum Weltkulturerbe erklärten Orten Baeza und Úbeda zum Ausdruck kommt. Diese beiden Dörfer faszinieren den Besucher mit prachtvollen Beispielen ziviler und kirchlicher Renaissance-Architektur, die sich durch ihre Großartigkeit und ihren ausgezeichneten Zustand hervortun. Wenn all dies noch nicht genug ist, hat Jaén noch eine weitere Kostbarkeit, eine schier unendliche Zahl von Olivenbäumen, deren Früchte das flüssige Gold des Olivenöls ergeben. Jaén, das goldene Paradies im Herzen Andalusiens. Die Silhouette der Stadt Jaén zeichnet sich unterhalb der herrlichen mittelalterlichen Festung Santa Catalina ab. Heute ist in diesem prächtigen Gebäude ein Parador-Hotel untergebracht, das seinen Gästen eine fürstliche Unterkunft bietet. Die Innenstadt erscheint als ein verschlungenes Labyrinth aus Straßen und hinauf- und hinabführenden Gassen, die den Besucher zu bezaubernden Winkeln voller Kunstschätze führen. Der eindrucksvolle Bau der Kathedrale beherrscht die Altstadt. Sie entstand im 16. und 17. Jahrhundert und ist eines der schönsten Beispiele der Renaissance in Andalusien. Besonders hervorzuheben sind mehrere große feingemeißelte Statuen an der Hauptfassade. In der näheren Umgebung der Kathedrale befinden sich zahlreiche Kirchen und Paläste, Zeugen der größten Blütezeit der Stadt zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert. Doch blickt die Stadt Jaén heute im harmonischen Nebeneinander auch über die Spuren ihrer Geschichte hinaus in die Zukunft und bietet seinen Besuchern die üblichen Infrastrukturen und Annehmlichkeiten einer modernen Stadt. So ist Jaén. Majestätisch und gastlich.
Musik.